Schön, dass du dich dazugeschaltet hast. Heute zeige ich dir das Atelier Neckband. Diese Version ist die Top-Down-Version in zwei Farben und habe da auch schon ein entsprechendes Bündchen vorbereitet. Ich habe hier die 1x1-Rippe mit verschränkten rechten Maschen gewählt. Wie ich finde, immer eine sehr schöne und elastische Bündchenvariante. Für das optimale Verhältnis zwischen Halsband, also dem Neckband und dem Bündchen, würde ich das Bündchen immer so wählen, dass es mindestens doppelt so viele Reihen hat wie das spätere Halsband. Für einen leichten Überblick, weil wir jetzt gleich mit zwei Farben arbeiten, nämlich der Kontrastfarbe und der Hauptfarbe, führe ich die Fäden jeweils einzeln in der linken Hand. So hast du einen besseren Überblick, wie die einzelnen Stiche aussehen. Wir starten mit einer rechten Masche. Die Masche bleibt auf der linken Nadel. Wir legen den Faden der Hauptfarbe nach vorne, nehmen die Kontrastfarbe in die Hand. Na? Und stechen in dieselbe Masche wieder ein und machen eine verschränkte linke Masche und heben die Masche von der Nadel ab. Jetzt haben wir einen Faden vorne von der Hauptfarbe und einen Faden hinten von der Kontrastfarbe. Greifen wieder zur Hauptfarbe, stricken rechts, lassen die Masche auf der Nadel, legen die Hauptfarbe wieder nach vorne, nehmen die Kontrastfarbe, stricken eine verschränkte linke Masche in dieselbe Masche. Nächster Schritt. Kontrastfarbe bleibt hinten. Hauptfarbe ist vorne, wieder rechts stricken, die Hauptfarbe nach vorne legen, Kontrastfarbe nehmen und die verschränkte linke Masche stricken aus derselben Masche. Faden bleibt hinten von der Kontrastfarbe. Wieder die Hauptfarbe nehmen, rechts stricken, Faden nach vorne legen, eine verschränkte Masche mit der Kontrastfarbe in dieselbe Masche, Faden wieder nach hinten legen. Dann wieder mit der Hauptfarbe eine rechte Masche. Faden bleibt vorne. Na. Und dann nehmen wir wieder die Kontrastfarbe. Eine linke Masche verschränkt. So haben wir immer abwechselnd eine rechte Masche in der Hauptfarbe, eine linke Masche in der Kontrastfarbe. Hauptfarbe, Kontrastfarbe, Hauptfarbe, Kontrastfarbe. Wenn du jetzt schon gesehen hast, wie es funktioniert und den Dreh raus hast, könntest du wechseln und die beiden Farben gleichzeitig verstricken. Ich wähle immer die Variante, dass ich beide Garne auf meinem linken Zeigefinger führe. Der eine Faden ist vorne, das ist die Hauptfarbe und die Kontrastfarbe führe ich hinten. Aufpassen, dass die beiden sich hier nicht verdrehen. Ich starte mit der rechten Masche und dann stricke ich die linke und achte darauf, dass die Hauptfarbe vorne bleibt, vor meiner Nadel.
Nochmal die rechte in der Hauptfarbe und ganz hinten rum die linke Masche mit der Kontrastfarbe. Hauptfarbe rechts und hier links die Kontrastfarbe. Hauptfarbe rechts, Kontrastfarbe links verschränkt. Hauptfarbe rechts, Kontrastfarbe aus der verschränkten Masche. Geschafft. Das war der schwierigste Teil. Also, noch einmal, im Ganzen kann man es besser sehen. Hier vorne siehst du hauptsächlich die Hauptfarbe und auf der linken Seite kommt die Kontrastfarbe eher zur Geltung. Nach der Setup-Row geht es jetzt nun weiter mit dem eigentlichen Band, was wir stricken. Kleiner Tipp von mir, für ein besseres Gesamtergebnis würde ich jetzt von der kleineren Bündchennadel schon auf die Nadelstärke für den Rumpf wechseln. Ich habe bis jetzt das Bündchen und die Setup-Runde in Nadelstärke 325 gestrickt und wechsle jetzt für die kommenden Runden auf die Nadelstärke 3,5. Das gibt hinterher ein schöneres Gesamtergebnis und auch einen besseren Tragekomfort für den Pulli. Ich zeige dir zwei Varianten. Eine einfache, wenn du noch nicht so geübt bist, mit zwei Farben gleichzeitig in der Hand zu arbeiten, und eine Profi-Variante, wo man beide Fäden gleichzeitig führt. Ich starte jetzt erstmal mit der Variante, mit einem Faden zu arbeiten. Wir nehmen die Hauptfarbe, die Kontrastfarbe bleibt hinten. Und stricken die rechten Masche in der Hauptfarbe rechts und gehen hinter den Hauptfaden und heben die nächste Masche links geführt ab. Also nochmal rechts stricken, Faden vorne, die Kontrastfarbe, die Masche in der Kontrastfarbe abheben. Rechts stricken, links abheben mit dem Faden vorne. Geschafft. Nun wechseln wir, wie bereits gesagt, von der Hauptfarbe, die wir vorne ablegen, auf die Kontrastfarbe. Der Faden liegt also vorne. Wir heben die erste Masche ab, wie zum Linksstricken. Dabei bleibt die Kontrastfarbe hinten. Die nächste Masche wird links gestrickt. Die rechte Masche in der Hauptfarbe wird einfach abgehoben.
Die nächste Masche wird wieder links gestrickt in der Kontrastfarbe. Die rechte Masche in der Hauptfarbe wird abgehoben. Dabei bleibt der Kontrastfaden hinten. Die nächste Masche in der Kontrastfarbe wieder links stricken, rechts abheben, links stricken, rechts abheben mit dem Faden hinten, wieder links stricken, bis zum Ende der Runde. Bist du schon geübt im Umgang mit zwei Farben gleichzeitig zu arbeiten und hast Erfahrung da drin, dann zeige ich dir nun die Variante, wo du mit beiden Farben gleichzeitig arbeiten kannst. Vielleicht bist du ja neugierig und möchtest auch gleich mal versuchen, wie das ist, mit zwei Farben zu arbeiten. Ich nehme die beiden Fäden wieder auf meinen Zeigefinger. Das ist meine Methode, aber es gibt viele verschiedene Varianten, die natürlich auch zum Ziel führen. Wichtig ist, die Hauptfarbe ist vorne und die Kontrastfarbe ist hinten. Und sie dürfen sich hier nicht verdrehen. Wir starten mit der Hauptfarbe. Eine rechts stricken, abheben. Die Kontrastfarbe vor die linke Nadel setzen und die zweite Masche links stricken. Nochmal, Hauptfarbe rechts stricken. Die Kontrastfarbe bleibt hinten. Jetzt rückt die Hauptfarbe weiter in den Vordergrund und mit der Kontrastfarbe stricken wir die linke Masche. Hauptfarbe, Kontrastfarbe links, Hauptfarbe, der Kontrastfaden bleibt hinten. Stricken wir die Kontrastfarbe, bleibt die Hauptfarbe vorne. Also die ist immer hier vorne. Nächste Masche. Und jetzt kommt die linke und der Hauptfaden bleibt, da sieht man es ganz gut wieder vorne. Das stricken wir jetzt bis zum Ende durch. Und dann geht es weiter zum nächsten Part. Egal für welche der beiden Varianten du dich entscheidest, die einfache oder die Profi-Variante, jede Variante wird insgesamt zweimal wiederholt. Für die einfache Variante heißt das, die beiden Runden zweimal wiederholen. Und bei der Profi-Variante ist es die eine Runde, wo beide Farben gleichzeitig verwendet werden, zweimal wiederholen, so dass du insgesamt 1, 2, 3 Maschen auf der rechten Seite siehst übereinander und 1, 2, 3 Maschen auf der linken Seite. Fast geschafft. Jetzt kommt die letzte Runde. Bevor wir damit starten, trennen wir uns von der Kontrastfarbe. Jetzt geht's weiter mit der Hauptfarbe. Wie folgt. Den packen wir mal da unten hin. So. Eine Masche wie zum Rechtsstricken abheben,
die zweite auch und dann erneut reingehen und beide Maschen zusammen stricken. Nochmal, Slip, Slip, Knit. Jetzt sind wir schon am Ende der Runde angekommen. Und du kannst weiter fortfahren mit deinem Pullover. Innen hast du jetzt die Kontrastfarbe, die sich wunderbar absetzt mit dem feinen Perlrand der linken Maschen und auf der rechten Seite hast du einen wunderbaren Abschluss und eine Unterbrechung zwischen Bündchen und späterem Pullover. Und wie du siehst, verschwindet die Kontrastfarbe komplett und sie ist auf der rechten Seite nicht zu sehen. Und links hast du diesen wunderbaren Schmuck für deinen tollen Pulli. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen. Und du übst dich an dieser besonderen Halsverarbeitung. Ich freue mich über Kommentare genauso sehr wie über Likes und freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Dankeschön.